Taschsportsfreunde, euer Göcki wieder am Start. Hier mal wieder eine sehr einfache, vor allem aber auch effektive Übung, die wir zu Hause oder im Studio durchführen können. Und wir brauchen dafür nur zwei Kurzhanteln. Diese Übung ist sehr, sehr schön für diese Kanonenkugelschultern. Ja? Und zwar ist diese Übung auch schon bekannt als Arnold Press. Ich zeige euch hier noch eine Variation, wo wir im Wechsel die Arme nach oben strecken. Was vielleicht erstmal gesagt werden sollte, die Arnold Press haben ja schon viele vorgemacht. Was ist eigentlich der Vorteil von der Arnold Press, wo der Ellenbogen in der Startposition vorne ist, gegen die herkömmliche Position, wo der Ellenbogen außen ist? Was ist der Vorteil dieser Position? Und der wichtigste Vorteil vor allem dieser Ellenbogenposition ist einfach, wenn der Ellenbogen vorne ist, ja, wir haben einfach nicht diese Spannung und dieses Scheuern im Schultergelenk. Wir wissen ja, wenn wir hier nach außen gehen jetzt mit dem Ellenbogen, sind hier schon mal die Bänder und die Sehnen sehr, sehr auf Spannung und es reibt sehr, sehr schön im Schultergelenk. Das heißt, wer wirklich Verletzungen schon mal hatte in der Schulter oder auch hier, können natürlich schnell Entzündungen entstehen. Der ist natürlich gut damit versorgt, wenn er mal die Arnold Press macht, denn hier haben wir dadurch, dass der Ellenbogen vorne ist, weniger Reibung im Schultergelenk. Das heißt, für wirklich Leute, die Schulterschwächen haben oder auch schon mal Verletzungen hatten, ist es eine sehr, sehr gute Alternative zu herkömmlichen Pressbewegungen nach oben. Und dadurch, dass der Ellenbogen weiter vorne dementsprechend noch weiter unten ist, fängt natürlich der ROM-Bereich viel früher an. Das heißt, diese Bewegungsausführung, der Radius ist viel länger, indem wir nach oben drücken. Ja? Hier ist er nicht mehr ganz so lang. Hier ist er natürlich noch ein Stück länger. Das heißt, wenn wir hier starten in der Position, sieht man auch schon, dass die Brustmuskulatur stärker mitarbeiten muss in dieser Ellenbogenposition. Vor allem dieser Schlüsselbeinbereich, dieser obere Anteil hier, wird viel gearbeitet und vor allem natürlich viel stärker der vordere Deltakopf, also die vordere Schultermuskulatur, muss viel stärker arbeiten bei der Arnold Press sozusagen. Ich mache es hier mal vor bei der Arnold Press. Wie gesagt, wir starten mit den Ellenbogen weit unten, drehen dann sozusagen den Arm nach oben, sodass die Handfläche nach vorne zeigt, in die Pronation, und das wäre die herkömmliche Arnold Press auf jeden Fall. Wir strecken die Arme komplett durch, gehen auch unten mit dem Ellenbogen so weit wie es geht runter, und vor allem brauchen wir hier nicht besonders viel Gewicht, denn wir können es hier schön konzentriert machen, deswegen auch sitzend die Ausführung, dass wir ohne Schwung aus dem Rücken oder aus dem Bein arbeiten, vor allem auch in der wechselnden Variation, indem wir die Arme wechselnd strecken, können wir uns wirklich sehr, sehr schön konzentrieren auf die Übung, sprich die Kopf-Muskel-Verbindung ist hier sehr gefragt und wir können wirklich jeden Zentimeter dieser Übung genießen. Vor allem hier kann man sehr, sehr schön in der Hypertrophie arbeiten, nicht in der Maximalkraft, sondern hier kann man sehr, sehr schön mit 12 bis 15 Wiederholungen arbeiten, um die Schulter wirklich zu spüren. Ich kann euch versprechen, dass diese Übung bei richtiger Ausführung und mit nicht allzu viel Gewicht, ja, bei einer höheren Wiederholungsrate sehr, sehr schön reinknallt und brennt. Das heißt, probiert wirklich diese Übung mal aus mit weniger Gewicht als beim herkömmlichen Drücken, weil hier können wir sitzen, vor allem ohne Überstreckung des Rückens und ohne Beinarbeit, viel konzentrierter arbeiten, mit weniger Schwung und wirklich auch schön die Schulter mal brennen lassen. Vor allem auch die Leute, die wirklich sonst vielleicht Schulterprobleme haben, können durch die Ellbogenstellung und Position hier viel besser einfach mal an die Schulter herangehen. So viel zu Arnold Press. Diese zwei Variationen wollte ich euch hier einfach mal mitteilen, weil ihr super auch zu Hause mit wenig Equipment sozusagen durchführen könnt. Auch im Fitnessstudio natürlich eine sehr, sehr schöne Alternativübung zu den anderen Drückbewegungen. Macht es mal nach und ihr werdet es brennen haben und brennen haben. Was heißt das denn? Egal, ihr wisst, was ich meine. Es knallt rein. Chepper, chepper, chepper. Ich bin raus. Ciao.